Der Herbst kommt und damit die kalte Jahreszeit. Bei vielen Menschen wirkt sich das negativ auf die Stimmung aus. Sie werden antriebslos, kraftlos und traurig. Manche haben sogar wirklich depressive Symptome. Geht's dir auch so? Dann bleib auf jeden Fall dran, um zu erfahren, was eine Herbst- oder Winterdepression oder Depressivität ausmacht, woher das kommt und was man dagegen tun kann. Hallo und herzlich willkommen bei Psych Up Your Life, dem Kanal für mehr Psychologie in eurem Alltag. Wenn die ersten Blätter fallen, die Tage kürzer werden, schlägt das relativ vielen Menschen aufs Gemüt. Uns fehlt die Energie der Sonne, man sieht im wahrsten Sinne, wie die Natur vergeht und es wird kälter, man hat das Gefühl, man wird steifer körperlich und will sich eigentlich nur noch zu Hause einigeln. Viele Menschen haben in diesen Situationen auch ein vermehrtes Bedürfnis zu schlafen, haben auch einen erhöhten Appetit, gerade auf kohlenhydratreiche und süße Lebensmittel, die wir nicht gerade so als gesund wahrnehmen und futtern sich damit sozusagen quasi schon mal einen Winterspeck an. Manche Menschen bezeichnen das als Herbstblues oder Winterblues und das gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Bei fast einem Drittel der Bevölkerung schlägt das Umschlagen der Jahreszeiten auf den Herbst in einer gewissen Art und Weise aufs Gemüt. Die Frage ist, wann wird es denn so kritisch, dass man sagen muss, okay, hier haben wir es jetzt mit einer Art psychischen Störung zu tun, so einer Art Herbst- oder Winterdepression. Wie kommt es überhaupt dazu und gibt es das überhaupt unter den psychischen Störungen? Und da muss man sagen, ja, es gibt tatsächlich in den diagnostischen Manualen psychischer Störungen, also dem ICD-10 aus der medizinischen Sichtweise und dem DSM-5, gibt es die sogenannte saisonal-affektive Störung. Das ist eine Sonderform der sogenannten affektiven Störung, zu denen sonst auch zum Beispiel die Depression oder die bipolare Störung oder auch manische Depression im Alltag genannt, zählt. Es wird auch saisonal abhängige affektive Störung genannt. Sie wird im Prinzip im Wesentlichen zu den depressiven Störungen gezählt und zwar zu den sogenannten rezidivierenden, also denen, die immer wiederkehren. Und es gibt im DSM-5, in dem psychologischen Manual psychischer Störung, gibt es die Zusatzkodierung mit saisonalem Muster. Das ist ganz interessant, weil saisonales Muster heißt ja nicht zwangsläufig, dass es immer nur um Herbst- und Winterdepressionen geht. Es kann auch affektive Störungen geben, die hauptsächlich im Sommer auftreten. Da haben wir meistens ein gegenteiliges Muster. Die Menschen, die sind nicht antriebslos, sondern die sind so aufgedreht, dass sie quasi gar nicht mehr schlafen können, gar nicht zur Ruhe kommen, sind hypergestresst und ängstlich. Also es geht eher so in eine manische Richtung. Aber es ist natürlich auch eine affektive Störung, die saisonal bedingt ist, also mit der Saison, mit der Jahreszeit zu tun hat. Die Frage ist, wann kann man jetzt wirklich aus der Sichtweise der klinischen Psychologie sagen, dass es sich um eine psychische Störung handelt? Dafür gibt es einige Kernsymptome, die bei dem Störungsbild in einer Art und Weise auftreten, dass sie tatsächlich für den Menschen zu Leiden führen oder ihn in seinem Alltag und in seiner Lebensführung beeinträchtigen. Dazu gehört Traurigkeit oder eine negative Stimmung. Dazu gehört der Verlust von Interesse an den meisten Tätigkeiten oder vor allen Dingen Alltagstätigkeiten oder auch an Hobbys. Manche empfinden auch Scham oder Schuldgefühle, weil sie zum Beispiel so antriebslos sind und ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen, weil ihnen einfach die Energie dafür fehlt. Bei manchen Personen wirkt es sich auf den Selbstwert negativ aus. Was auch ganz häufig vorkommt, ist ein vermehrtes Schlafbedürfnis, auch Tagesmüdigkeit, dass die Menschen, die unter einer saisonal-affektiven Störung leiden, dann tatsächlich auch vermehrt Mittagsschlaf machen oder am Nachmittag einfach mal 3 oder 4 Stunden lang im Bett liegen bleiben und sich danach kaum mehr aufraffen können, meistens trotzdem nicht ausgeruhter sind. Es kann auch zu vermindertem Schlaf kommen, aber das ist bei der Herbst- und Winterdepression eher selten der Fall. Was man auch häufig hat, ist eine Appetitzunahme, gerade bei der Winterdepression, also vermehrtes Essen, vor allen Dingen abends und vor allen Dingen Kohlenhydrat- und zuckerreiche Lebensmittel. Wir haben häufig einen sozialen Rückzug, bei dem sich Betroffene aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen und nicht mehr zu Treffen mit Freunden, zu Geburtstagsfeiern etc. gehen. Und in den schlimmsten Fällen kann es sogar zu suizidalen Gedanken oder Suizidabsichten, also Selbstmordabsichten kommen. Ganz besonders stark beklagen Betroffene von den saisonal-affektiven Störungen Angstzustände, Tagesmüdigkeit, mehr Appetit auf Süßigkeiten und eine eingeschränkte Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Was auch wichtig ist, ist, dass dieses Störungsmuster für mindestens 2 Jahre mindestens 2-mal aufgetreten sein muss. Also es muss eine gewisse Wiederholung dabei sein. Es handelt sich also nicht um eine einzelne Episode in zum Beispiel einem ganz besonders dunklen und regenreichen Winter. Was ein weiteres Kennzeichen ist, ist, dass die meisten Symptome spontan im Frühjahr wieder verschwinden. Das heißt, im Vergleich zu anderen depressiven Störungen oder der Dystymie,
Bulimie, also einer länger anhaltenden negativen Stimmung, verändert sich auch hier die Symptomatik komplett anhand der Jahreszeiten. Sobald die Sonne kommt, sobald die Tage wieder länger werden, deutlich länger werden, im März, wenn der Frühling anfängt, kommt es in der Regel dazu, dass die Symptome komplett verschwinden. Hingegen ist die schlimmste Phase tatsächlich die Phase im November und Dezember. Deswegen spricht man manchmal sogar von einer November-Depression. Wie häufig ist das Ganze jetzt? Je nachdem, wo man hinschaut, also das heißt, in welche Studien, aber auch wo auf der Welt, findet man sogenannte Prävalenzangaben, also Häufigkeiten von 1-10% der Bevölkerung, wenn es um das klinisch ausgeprägte Störungsbild geht. Manche Angaben sprechen von subklinischen Symptomen in bis zu einem Drittel der Bevölkerung. Und was auch noch ganz interessant ist, in Nordamerika kommt dieses Muster häufiger vor als in Europa. Und dort sieht man auch eine besonders starke Korrelation, also einen besonders starken Zusammenhang mit dem Breitengrad. Das heißt, je nördlicher die Menschen wohnen, also je weiter vom Äquator entfernt, desto höher ist die Prävalenz von saisonal affektiven Störungen, also desto häufiger treten Herbst- und Winterdepressionen auf. Und da sehen wir auch, dass es scheinbar etwas mit dem Licht zu tun hat. Denn gerade in den nördlichen Breitengraden sind die Tage ja noch kürzer und die Nächte noch länger in den Wintermonaten. Nachtigall gibt für den deutschen Bereich an, dass wir hier ungefähr eine Prävalenz von 3% haben. In New York hingegen haben wir 12,4% und in Alaska sogar 24%. Weiterhin weiß man, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Hier haben wir ein Verhältnis von 3:1, also dreimal so viele Frauen wie Männer sind betroffen. Das Durchschnittsalter dieses Erkrankungsbeginns ist interessanterweise ein bisschen weiter hinten als bei vielen anderen psychischen Störungen, wobei es bei den affektiven Störungen häufiger auch mal vorkommt, dass man wirklich im Erwachsenenalter das erste Mal daran erkrankt. Hier haben wir meistens einen Beginn im 25. bis 40. Lebensjahr. Meistens vergehen 10 Jahre zwischen dem ersten Auftreten dieser Krankheit und einer tatsächlichen Diagnosestellung und professionellen Behandlung. Weitere Muster, die jetzt noch nicht so ganz super fundiert sind, aber die diskutiert werden, ist, ob zum Beispiel die Ernährung etwas mit dem Auftreten dieser Winterdepression, dieser saisonal-affektiven Störung zu tun haben könnte. Young et al. Haben da zum Beispiel in einer ganz aktuellen Studie 2020 herausgefunden, dass offensichtlich bei Vegetariern Winterdepressionen häufiger vorkommen als bei Omnivoren, also bei Allesessern. Und zusätzlich haben sie auch in einigen wenigen Studien in ihrer Übersichtsarbeit festgestellt, dass ein hoher Alkoholkonsum offensichtlich auch im Zusammenhang mit Winterdepressionen steht. Dabei ist allerdings immer die Frage, was ist Ursache, was ist Wirkung? Denn was man auch findet, ist, dass Menschen mit Winterdepressionen vermehrt emotional essen, vermehrt Binge-Eating, also Essattacken zeigen und auch insgesamt eine ungesündere Ernährung zeigen. Also später am Abend essen, am Abend besonders viel essen und dann halt auch vor allen Dingen sowas wie Süßigkeiten oder diese sogenannten Comfort-Foods, die wir auch bei Stress ganz gerne essen. Und auch da kann es eine Art der Selbstmedikation sein. Also dass Menschen das Essen oder dann halt auch den Alkoholkonsum verwenden, um sich selbst zu behandeln, um quasi ihre depressiven Gefühle in irgendeiner Art und Weise zu kurieren. Wie kommt es jetzt zu saisonal-affektiven Störungen wie der Herbst- und Winterdepression? Man muss sagen, auch wenn es eigentlich alles schon ganz logisch klingt, sind die eindeutigen Mechanismen für die Störungsentwicklung noch nicht abschließend geklärt. Vor allen Dingen, was da alles auf neurochemischer Ebene passiert, da hat man ganz gute Modelle entwickelt, aber man weiß es noch nicht alles hundertprozentig. Der am weitesten verbreitete Erklärungsansatz bezieht sich auf die Veränderung des Tageslichts und diese Auswirkungen auf den sogenannten Serotonin-Melatonin-Haushalt. Das heißt, wir haben eine Tagesrhythmusveränderung, weil eben die Tage kürzer werden und der Lichteinfall macht auch etwas mit unserer Leistungsfähigkeit und mit unserer Stimmung am Tag. Wie funktioniert das? Normalerweise, wenn wir jetzt Menschen wären, die auch noch außerhalb von Wohnungen und Büros leben und arbeiten würden, also uns mehr draußen aufhalten würden, wofür wir ja eigentlich auch programmiert sind, dann fällt bei einem normalen Sommertag oder auch beim Aufenthalt draußen Tageslicht auf unsere Netzhaut. Unsere Netzhaut bildet dann den Stoff Melanopsin. Das ist ein Stoff, der quasi Tagesaktivität anzeigt und unserem Gehirn, also gerade unsere Zirbeldrüse, die auch Signale von der Netzhaut bekommt, also auch lichtempfindlich ist, ansagt, okay, Leute, hier jetzt Hormone auf Tagesrhythmus umstellen. Was macht dann die Zirbeldrüse, also die Epiphyse auch genannt mit dem Fachbegriff? Sie schüttet Serotonin aus. Und Serotonin ist jetzt ein Neurotransmitter, von dem wir zum Beispiel wissen, dass er bei Personen mit depressiven Erkrankungen zu wenig ausgeprägt da ist oder zu schlecht wieder aufgenommen wird im Gehirn. Also man bezeichnet Serotonin auch manchmal als Glückstransmitter.
und weiß bei Depressionen zum Beispiel, dass Psychopharmaka, die sich auf den Serotoninspiegel auswirken, depressive Symptomatik mindern. So, wenn wir jetzt zu wenig Tageslicht bekommen, schüttet unsere Epiphyse zu wenig Serotonin aus. Was gleichzeitig parallel dazu passiert, ist, dass die Epiphyse im Nachtmodus ein anderes Hormon ausschüttet, und zwar Melatonin. Melatonin kennt vielleicht der ein oder andere, das nimmt man auch in anderen Ländern zumindest ein, um Jetlag zu bekämpfen, weil es auch das sogenannte Schlafhormon genannt wird. Und wenn wir zu wenig Lichteinfall haben und unser Gehirn quasi noch im Nachtmodus ist und Melatonin ausschüttet, führt das dann wiederum dazu, dass wir uns weniger leistungsfähig und allgemein antriebsloser und müder fühlen. Wichtig ist dabei, dass es tatsächlich um Tageslicht geht, was diese chemischen Reaktionen auswirkt. Es geht nicht nur um weißes Licht, also Neonröhren im Büro oder rein helles Licht im Büro hilft nicht für diesen Prozess. Es kommt darauf an, wie sich die Lichtwellen zusammensetzen, und es müssen alle Lichtkomponenten, die im Tageslicht enthalten sind, auch in dem Licht vorhanden sein, was dann diesen chemischen Prozess anstößt. Jetzt ist die Frage, was können wir denn tun, wenn wir unter Winterdepression oder Herbstdepression leiden? Das erste vorweg, es ist immer ein guter Plan, sich im schlimmen Fall, wenn es euch also wirklich schlecht geht damit, professionelle Hilfe zu suchen. Das heißt, hier könnt ihr entweder den Hausarzt aufsuchen oder ihr sucht einen Psychotherapeuten auf. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass bei Winterdepressionen auch einige Selbstbehandlungsmethoden ganz gut erprobt sind. Eine ganz wichtige ist die sogenannte Lichttherapie mit Tageslichtlampen. Und damit meine ich so einen Kollegen hier. Ja, ich bin auch ein bisschen selbst betroffen, deswegen habe ich sowas jetzt auch bei mir. Also ihr braucht wirklich eine große Lampe, die dafür gemacht ist, für lichttherapeutische Zwecke eingesetzt zu werden. Das heißt, sie muss ein relativ großes Display haben und auch eine entsprechende Lichtstärke von ungefähr 10.000 Lux. Damit könnt ihr euch 20 bis 40 Minuten, ein bis zweimal am Tag, besser zweimal, wenn ihr es nur einmal macht, dann besser morgens oder vormittags beleuchten. Und zwar so, dass die Lampe ein bisschen über euch steht, also die Richtung des Lichteinfalls auf eure Netzhaut etwas damit zu tun hat, ob eben diese neurochemischen Prozesse in der Zirbeldrüse angestoßen werden. Man weiß aus Übersichtsarbeiten, dass Lichttherapie bei ungefähr 70% der Betroffenen mit Winterdepressionen gut hilft, also anschlägt. Wichtig ist dabei aber auch, dass man das Ganze am besten schon so ein bisschen präventiv einsetzt. Also nicht erst anfangen, wenn man schon nicht mehr aus dem Bett kommt, sondern sobald die Tage kürzer werden, also zur Sonnenwende im Herbst um den 21. September herum, wenn dann die Tage kürzer werden als die Nächte, jeden Tag anfangen, diese Lichttherapielampen auf den Schreibtisch zu stellen im Büro oder euch zumindest mal morgens 20 Minuten beim Frühstück davor zu setzen. Das kann schon helfen, damit ihr gar nicht erst in ein so tiefes Loch rutscht. Ein zweiter Tipp, ein regelmäßiger Schlaf- und Wachrhythmus, auch wenn die Tage kürzer werden, indem ihr versucht, eben nicht im Bett liegen zu bleiben. Gerade wenn ihr zum Beispiel Studentin seid oder in einer anderen Art und Weise euren Tagesrhythmus selbst bestimmen könnt, also nicht immer morgens um 8 Uhr im Büro auf der Matte stehen müsst, dann versucht trotzdem regelmäßig um die gleiche Zeit aufzustehen und um die gleiche Zeit schlafen zu gehen. Das kann euch eine gewisse Konstanz geben und eurem Körper auch weiterhin signalisieren, dass er normale Tagesrhythmen und eine normale Tagesleistungsfähigkeit aufrechterhalten soll. Was zusätzlich hilft, ist gerade zur Mittagszeit an die frische Luft zu gehen. Wir haben zwar wenig Sonne im Winter, aber die stärkste Sonneneinstrahlung haben wir auch dann, auch hinter Wolken, immer noch zur Mittagszeit. Zusätzlich hilft Bewegung, Endorphine freizusetzen, also gerade auch sportliche Aktivität, was wieder die Symptome einer Winterdepression ein bisschen lindern kann. Und die frische Luft, also der Sauerstoff, tut euch zusätzlich gut. Weitere Möglichkeiten sind als dritter Tipp die Behandlung mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln. Dazu zählt Tryptophan als eine Vorstufe von Serotonin, was man als Protein, also als Aminosäure, zuführen kann. Also das gibt es tatsächlich als Nahrungsergänzungsmittel, ist aber auch zum Beispiel in Bananen enthalten. Also auch da könnt ihr dann mit eurer Ernährung schon ein bisschen gegensteuern. Ein weiterer Punkt ist die Nahrungsergänzung mit Vitamin D. Da weiß man nicht hundertprozentig die Zusammenhänge, aber da sehr viele Menschen einen Vitamin-D-Mangel haben und Vitamin D als das Sonnenhormon durchaus dann noch seltener produziert wird und auch noch andere positive Effekte auf unseren Körper, unser Immunsystem und unsere Leistungsfähigkeit hat, ist es nicht verkehrt, Vitamin D3 im Winter besonders zu supplementieren. Und eine weitere natürliche Möglichkeit eines Antidepressivums ist die Einnahme von Johanniskraut. Das wird auch in einigen wissenschaftlichen Arbeiten empfohlen als natürliches Antidepressivum.
Wichtig ist dabei, dass ihr das vor allen Dingen dann mit eurem Arzt erstmal absprecht, wenn ihr bestimmte Medikamente einnehmt, zum Beispiel als Frau die Antibabypille, weil da kann es Wechselwirkungen geben, die dann nicht so angenehm sind. Ansonsten ist das aber ein gutes, natürliches Antidepressivum. Und als vierter Tipp, falls es wirklich sehr schlimm bei euch ist und ihr sehr unter den Symptomen leidet und den ganzen Winter quasi nicht mehr arbeitsfähig seid, dann kann es auch eine Möglichkeit darstellen, zum Arzt zu gehen und entsprechend mit Psychopharmaka eventuell gegenzusteuern. Da hat sich vor allen Dingen Bupropion als relativ hilfreich erwiesen, wenn man es auch schon präventiv im Herbst beginnt zu nehmen. Das sind in der Regel Antidepressiva, die die Wiederaufnahme von Neurotransmittern im Gehirn, nachdem sie ausgeschüttet wurden, ein bisschen hemmen, sodass die länger wirken können. Und hier ginge es dann tatsächlich um einen Noradrenalin- und Dopamin-Wiederaufnahmehemmer, der die Symptomatik etwas lindern kann. Scheinbar hat Bupropion so, die positivsten Effekte unter den Antidepressiva. Das war's für heute mit ein paar Hintergrundinformationen und Lifehacks zum Thema Herbst- und Winterdepression oder auch saisonal-affektive Störung. Ich hoffe, es war interessant für euch und dass ihr was Neues gelernt habt. Wenn ihr euch für psychologische Videos interessiert und mehr über die Psychologie in eurem Alltag erfahren wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr bei neuen Videos immer wieder benachrichtigt werdet. Und wenn ihr noch andere gute Tipps gegen Herbst- und Winterdepressionen kennt, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.